war für uns alle ein Schock. Wir haben uns in der Nacht des Brandes angeschaut und haben gesagt, das bauen wir wieder auf. In 2,5 Jahren steht da ein mordsneues Haus. Wir hatten ja dann auch irgendwann einen Eröffnungstermin stehen. Da waren Tische reserviert. Also ich schlafe im Moment sichtlich schlechter als sonst. Es ist ein unheimlicher Druck. Da unten ist das so zu wie hier oder ist es mehr offen? Also es ist jetzt erstmal zu und dann kommt hier oben noch mal eine Lichtung mit Blick aufs Hotel. Wir wollen mit einer Recruiting-Kampagne einfach zeigen, wie vielfältig und wie schön der Beruf ist in der Gastronomie. Okay, und bitte. Die Mitarbeitersituation war ja schon vor Corona in unserer Branche schwierig. Aber mit Corona waren wir eben vor einer Herausforderung, die es so noch nie gegeben hat. Also das war ein Brandbeschleuniger, der uns da wirklich getroffen hat und wir plötzlich richtig Mitarbeitermangel hatten. Dann eröffnen wir ja unser neues Stammhaus in wenigen Monaten, wofür wir auch viele helfende Hände benötigen. So ganz grob betrachtet kann man so von 25 bis 30 potenziell neuen Mitarbeitern zusätzlich ausgehen. Wenn die Fasade hier gestellt ist, da kommt auch noch die Woche, dann können wir da weitermachen. Sehen oder den Gast spüren und mein Büro bleibt drüben. In dem Hotel? Im Hotel, ja. Ganz bewusst, weil wir müssen uns ein bisschen aufteilen, dass sich nicht alles hier konzentriert auf den Bereich Restaurants, sondern der Kontakt im Hotel muss da sein. Das sind für mich die Wege kürzer. Es ist auch vernünftig, wenn der Vater nicht das Büro gleich daneben hat, nicht? Und das ist einfach so gedacht von mir. Er wird ja nicht komplett hier von der Bildfläche verschwinden. Das wollen wir auch de facto nicht. Er ist eben Teil dieser Seele des Hauses und ganz, ganz nach wie vor äußerst wichtig, auch als Ratgeber. Hat ja viel erlebt und viel gesehen und viele Entwicklungen mitgemacht. Der Vater darf nicht hinterherlaufen immer, sondern die müssen vorausgehen in der Zukunft. Ja, so ist es. Ja. Der ist derjenige, der schon mal alles miterlebt hat, der Fehler auch schon selber gemacht hat und auch schon in meiner Situation mal gewesen ist vor 25 Jahren und weiß, was mich vielleicht antreibt. Vielleicht versteht er uns besser, wie uns das lieb ist.
man ein Familienunternehmen ist, dann ist es, denke ich, auch ein Druck, es wirklich das Unternehmen vernünftig an die 8. Generation und die nachfolgenden Generationen zu übergeben. Und dass er da natürlich viele Nächte auch nicht gut geschlafen hat, das habe ich gespürt und weiß das. Ich finde halt einfach, es gehört in den Schwarzwald. Ich finde, es ist toll für den Schwarzwald. Und wir können es uns erlauben zu tragen. Es macht einfach eine schöne Figur. Dass die Gäste, die jungen Frauen in den Dirndln eigentlich immer, wie soll ich sagen, als Servierkräfte sehen, als nicht auf Augenhöhe mit den Herren, die eben Anzüge anhaben. Die kommen ja auch nicht in der Krachledernen. Ist das Dirndl noch zeitgemäß? Passt das noch zu uns? Ich war der Meinung, dass es zum neuen Stammhaus jetzt nicht mehr passt. Man kann sie für euch verjüngen, gar kein Thema. Man kann sie abschneiden auf Knielänge. Ich zeig's euch mal. Man könnte sagen, wir machen das jetzt mal schön weg. Wir nehmen jetzt einfach diese Masse, weil die sind ja umfasst. 2 Meter. Wir nehmen einfach weg. Es kurz machen, das ist kein Thema. Man kann es abschneiden auf die Länge, die wir brauchen. Könnten wir also jetzt bis hierher machen. Das wegnehmen. Dadurch wird es schöner. Ja, klar. Ist ich finde, dass ein kurzes Dirndl, das ist bei einer 21-Jährigen auf der Wiesn, sieht das super aus. Aber wir sind, halt zweifach besternte Restaurants und ich weiß nicht, ob das da dann. Aber nicht jetzt sag mir den Unterschied. Dann sag mir jetzt bitte den Unterschied. Wenn du ein Etui-Kleid nimmst. Ich denke, wir müssen da auch mit der Zeit gehen. Das finde ich zu hell. Ja, das ist gut. Ich glaube, da sieht man dann auch nicht so arg. Vielleicht jeden, also wenn man mal einen Fleck irgendwie. Oder Frau Finkbein, ihr Traum ist es eigentlich schon. Dass es auf kurz oder lang. Und die Bildfläche so weit verschwinden sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt mal dem Ziel ein Stück näher kommen, indem wir jetzt mal eine Probe bestellen, uns auch angucken, wie funktioniert das für uns, gefallen wir uns drin, weil im Endeffekt muss der Mitarbeiter sich ja auch wohlfühlen, um einfach auch Selbstbewusstsein nach außen strahlen zu können. Wir starten mal mit den Ergebnissen des Mitarbeiter-Shootings. Da sind wirklich ganz tolle, sympathische Aufnahmen entstanden, über die wir sehr froh sind, weil wir die ganz vielseitig natürlich einsetzen können, also auch über die Recruiting-Kampagne hinaus. Es wird aber speziell für diese Kampagne eine eigene Landingpage geben, die auf unserer Karriereseite zu finden ist. Und da werden natürlich vornehmlich die Bilder aus dem Shooting verwendet. Ich würde jetzt einfach mal durchklicken. So wie es früher war, geht es nicht mehr weiter. Also diese 14-Stunden-Dienste, die es früher in unserer Branche durchaus gab, das darf es nicht mehr geben. Also ist Corona hin oder her oder Gesetzgebung hin oder her, da, wenn man das weitermacht, findet man irgendwann gar keinen mehr. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Und von daher ist es da schon gut, wenn man alles, was in seiner Macht steht, versucht, um das so attraktiv wie möglich zu gestalten. Das sind jetzt mehr oder weniger Moods. Es ist noch ein Zwischenstand. Aber so in der Art werden Sie das dann ab kommenden Montag finden. Das sind wir unseren Mitarbeitern auch schuldig, dass wir für Verstärkung sorgen. Also die geben ja jeden Tag auch eine extra Meile, wenn das Haus so voll ist und vielleicht nicht genügend Kollegen da sind, da müssen wir auch die extra Meile gehen, um die Situation zu verbessern. Starten wir mal. Mein Name ist Lisa Kronau, ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite hier am Hotelempfang der Traube Thombach seit Oktober 2020. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig am Hotelempfang. Es geht von Check-in bis Check-out und dazwischen alles, was die Gäste von uns wünschen.
für so eine Kampagne. Das ist etwas, was man machen muss. Es war vorher schon schwierig und ist jetzt ganz schwierig. Wir haben natürlich echte Initiativen, eine 4-Tage-Woche gestartet. In der Küche hat das gut gefruchtet. Im Servicebereich haben wir noch nicht genügend Köpfe, um das umzusetzen. Das ist aber festes Ziel. Aber wenn selbst so ein Versprechen wie eine 4-Tage-Woche nicht reicht, um an Mitarbeiter zu kommen, dann macht man sich schon Gedanken. Mitarbeiter sind alle da. Wie gesagt, die Servicemannschaft von der Kühlerstube räumt schon aus und um. Wir waren froh, dass wir hier sein konnten, aber wenn es wieder in normalen Bahnen ist, dann sind wir froh. Aus dem Temporär auszuziehen, war irgendwo mit einem lachenden und weinenden Auge. Es war für die Zeit des Übergangs eine tolle Geschichte. Aber es hat sich natürlich schnell auch gezeigt, wo im Temporär so ein bisschen der Schuh gedrückt hat. Solche Bauten sind für 2 Jahre gedacht, so sind sie konzipiert und das ist auch in Ordnung. Das sind Bauten, das wird weltweit eingesetzt, das wird abgebaut, wieder aufgebaut. Insofern muss man dann aber halt auch damit leben, dass es dann kleine Krankheiten, kleine Kinderkrankheiten hat. Zumindest ist die Decke an die Grenzen gekommen. Ich meine, da hat es geschneit. Und da liegen dann auf einmal, keine Ahnung, pro Quadratmeter, was weiß ich, wie viele Hunderte von Kilo drauf, wo es dann durchgedrückt hat. Mit geht alles, was wir sozusagen selber eingebaut haben, geht auch mit rüber. Das ist fest verbaut zum Beispiel, diese Teile, die Lüftung ist fest verbaut, das geht alles zurück. Das ist mit dem Container fest verbunden. Lüftung, Elektrik, Kombidämpfer, Konvektomaten, das geht alles mit rüber, ja. Ist alles drüben verplant. Tisch 7 bitte. Salzige mineralische Noten, Jakobsmuscheln mit dem Bechristing, das kräutrige, würzige, vielleicht mineralisch, fast auch toll mit den Jakobsmuscheln und dann Madeira sowieso. Und bei Rotwein überlegen wir mal. Es ist halt auch anstrengend, diese Temperaturunterschiede, die man die ganze Zeit hat. Dann gehst du ins Restaurant, hast du 23 Grad, bist du hier drin, hast du 13, 14, 15 Grad. Also es ist schon auch anstrengend gewesen, also auch körperlich anstrengend. Klar, wir hatten jetzt alle Weißwein hier oben, aber alle Rotwein waren unten, waren teilweise auch noch im Haus Kohlwall. Das heißt, es waren auch immer lange Wege. Also das war schon auch während dem Service, wenn man da 4, 5 Mal in den Weinkeller gegangen ist. Also da weiß man, was man am Abend dann geleistet hat. Je tourne la page, wie man so schön sagt auf Französisch. Und ich werde heute Abend 23.30 Uhr oder 24 Uhr einfach den letzten Satz schreiben und dann diese Seite drehen oder dieses Buch zumachen. Aber ich freue mich auch jetzt, diesen Ort zu verlassen jetzt. Überhaupt, ey, wie die heute Morgen mit der Brechstange da dran gegangen sind. Darfst nicht hingucken. Ey. Nee. Sieht man, wie kurzfristig Menschenwerk ist. Gell? Es war so geplant, man wusste es. Und es hat uns ja Gottes Willen gerettet. Das muss man auch sehen. Es hat uns gerettet. Von daher, alles nach Plan. Wenn man die Baukosten dieses Temporärs daneben legt, was an Schaden entstanden wäre, an Übernachtungen weggefallen wäre, an Reputation, das wäre sicher ein Verlust. Also es war wirtschaftlich, hat sich das getragen.
ist wie jeder Umzug. Es hat noch nie Spaß gemacht. So einfach. Das ist jetzt, das ist heute pures und plastisches Packen, rüberschaffen, Manpower und dann sind wir fertig und dann ist gut. Wir hatten ja dann auch irgendwann einen Eröffnungstermin stehen, da waren Tische reserviert, da waren Zimmer reserviert. Und das war auch unser ganz großer Ehrgeiz, dass es da keine Verzögerung gibt. Und letztendlich, klar, muss einer den Hut aufhaben und müssen Entscheidungen auch unter Druck gefällt werden. Jetzt ist ja heute der Tag oder der erste Tag des Umzugs temporär zurückgebaut und die Sachen hier rüber getragen worden oder rüber transportiert worden. Also heute habe ich gemischte Gefühle, sage ich jetzt mal. Also wir müssen es natürlich schaffen. Also das versuchen wir. Und der Druck ist ja auch da bei den Handwerkern, bei den Architekten. Aber wenn man dann für sich das so überlegt, dann kann man schon ins Zweifeln kommen. Corona ist, glaube ich, jetzt wieder ein Thema bei dem einen oder anderen Unternehmen. Also jetzt bei einer Firma weiß ich, die haben ihre ehemaligen Mitarbeiter, die im Ruhestand jetzt zurückgeholt, die da helfen und haben da guten Kontakt zu den Rentnern in Anführungszeichen, die jetzt helfen. Aber es wird echt spannend. Also ich schlafe im Moment sichtlich schlechter als sonst. Man wacht doch auf früh und denkt, oh, hat man da dran gedacht. Und da ist es ein unheimlicher Druck. Aber mit Druck passiert halt auch viel. Haben wir noch 24 Stunden, ein bisschen mehr, noch mal 6, ja, 30 Stunden, dann sind hier die Gäste drin. Ja. Ja, ich habe die Deko im Auto, aber mir ist das zu schwer zu tragen. Und die darf man niemals an der Blume tragen, sondern... Ich räume das noch kurz aus, ist das okay? Und dann komm ich zu Ihnen. Ich bin hier irgendwo. Fertig wird man nur mit Druck. Und von daher, also der Druck ist am Schluss immer riesig. Der steht mit dem Koch am Herd. Also ich habe vorher schon festgestellt, dann gibt es Kabelsalat mit Soße. Ja. Selbst der Tag der Eröffnung, da sah es am frühen Nachmittag noch aus wie chaotisch. Ja. Die Halle war noch vollgestellt mit was weiß ich nicht, Küchentischen und Utensilien. Es wurde gewerkelt bis zum Schluss und es haben Dinge gefehlt, wir haben improvisieren müssen. Und da ist war nichts dabei. Ja. Anstrengend, wirklich anstrengend. Weil man natürlich jetzt schon die Zeit im Nacken sitzen hat. Ich bin aber froh, wenn wir jetzt dann fertig werden und wenn es vorbei ist. Andreas. Wo ist der Schreiner? Andreas aber.
wir sind natürlich auch unter Druck, aber wir sind auch Druck gewohnt. Also ich glaube jetzt nicht, kommt jetzt nicht der Moment, wo wir einen nervösen Zusammenbruch kriegen, sondern das ist im Service bei uns auch so. Also jemand, der in der Schwarzwaldstube arbeitet, ist den Stress, den normalen Druck gewohnt und insofern, glaube ich, deutlich stressresistenter in solchen Situationen. Verzweiflung, wem bringt das was? Wenn ich jetzt vorne weglaufe und sage, um Gottes Willen, was, die Mitarbeiter werden damit nicht besser arbeiten, das ist sicher. Also solange ich Ruhe ausstrahle und sage, wir kriegen das hin, glaube ich, fühlen das auch alle so und dann ist es auch gut so. Und ich fühle das sowieso. Jetzt, dass das auf uns zukommt, und ist jetzt auch spannend, jetzt die, das Finish jetzt in den Küchen, in den Service, in den, noch die Handwerker, Elektriker, alles auf den letzten Punkt gebracht. Und jetzt geht's direkt ins kalte Wasser. Dann spitz auf Knopf. Da waren noch Handwerker in der Küche. Natürlich war ich damit beschäftigt, den Druck rauszunehmen. Zu gucken, dass die Mitarbeiter, der ja eigentlich ergebnisorientiert ist, aber jetzt muss er über zwei Elektriker, die noch irgendwas am Herd machen, drüber steigen. Aber was soll ich machen? Das Restaurant lief und da waren die Handwerker noch an demselben Freitagabend hier Stammhaus, als die noch den Herd noch zusammengeschraubt haben. Danach ein Wolfsbarsch Flambé für zwei Personen, ein Mini, zwei Drosschen, zwei Mini, ein Mini, eins Fisch. Fisch 9, Mini. Jawohl. Man weiß nie, man steht immer da, man wird bewertet. Alle wollen sehen, was wir bieten und wollen sich das alles anschauen. Und da ist man schon gespannt, was da als Resultat rauskommt. In erster Linie zählt die Aussage vom Gast. Hummer kombiniert mit einer Kokosnash und mit etwas Koriander, Peperoni mit dazu, dazu noch ein Brustentieröl mit etwas Korall. Und ich sage den Mitarbeitern immer auch, bis heute, ich bin nicht euer Arbeitgeber, der sitzt hier überall. Ja. Wir waren furchtbar aufgeregt natürlich, haben auf jeden Kommentar gelauert, wollten wissen, spüren, wie kommt es an. Was er wieder zurückgekehrt. An den Quell der Freude mit dem Herrn Finkbeiner, mit den Juniors, mit dem Mikl, mit dem Service. Es ist einfach toll hier, deshalb sind wir wieder hier. Es ist nur toll, es ist nur toll. Das Moderne und trotzdem Schwarzwald, es ist einfach schön. Darf ich bitte aufnehmen? Ja. Hier drin war alles da und das Service war da und die Gäste haben es als toll empfunden. Keiner hat mitgekriegt, was hinter den Kulissen abgespielt hat.
ja, wenn man dann rückblickend sagt, das war schon eine ganz schöne Aktion, aber jetzt ist alles gut. Gut, im Nachgang, wenn man das mal so Revue passieren lässt, ist das natürlich ja, ein Wahnsinnsweg gewesen, den wir gemeinsam hier gegangen sind. Ja, das war schon ein Ding, die letzten 3 Jahre so zu durchstehen. Das hier aufzubauen, das temporär aufzubauen, Corona zu durchstehen. Und ja, mich macht's auch stolz, Teil des Ganzen zu sein. Teil des, was da passiert ist, wie man es angegangen ist. Der Aufbau, die ganzen Gedanken, die Planungen. Das konnte keiner erahnen, dass so viele Krisen hintereinander so schnell kommen. Es darf auch mal wieder ein bisschen normal werden. Es war ein Kraftakt, aber ich glaube, der Kraftakt, der hat uns als Familie zusammengebracht. Unwichtigkeiten, die man früher als wichtig empfunden hat, sind plötzlich unwichtig, da wo sie hingehören. Ich denke, dass mein Mann und ich jetzt auch ganz beruhigt in die Zukunft schauen können. Und wir haben das unsere dazu beigetragen. Liebe Familie, ganz lieben Dank für alles, was ihr jetzt in den letzten vielen Jahren, aber jetzt in den letzten 1,5 Jahren hier geleistet habt. Wenn wir in der Zukunft noch gebraucht werden und es in unserer Kraft ist, das zu machen, dann klar, wenn die Kinder es allein machen wollen, dann sollen sie es allein machen. Wenn, habe ich großes Vertrauen, dass es weitergeht, dass es sicherlich irgendwie anders gemacht wird und nicht gleich wie bei den Eltern, aber wir sind alle groß und erwachsen und trauen uns es zu. So. Ja, ja, nee, gar nicht, ne? So. Cheers. Ja, cheers. 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 Mit euch stoße ich später an, ne? Mein Glas ist schon eher. Immerhin sind ja auch die 7 Enkel da, wo man natürlich auch hofft, dass das auch die 9. Generation dann weiterführt mal. Jede Generation hatte ihre Probleme gehabt und Glück braucht man auch dazu ein bisschen, dass es weitergeht. Fortune, sagen die Franzosen. Wenn wir uns dem Urteil der Vorfahren stellen könnten, die würden wahrscheinlich gucken und als Urschwaben sagen, es ist recht. Liebe Köche, liebe Feinschmecker, herzlich willkommen zur Verleihung der Michelin-Sterne 2022 hier in Hamburg. What a pleasure to be here with you today to reveal the 2022 selection of the Michelin Guide to Germany. And talking about resilience, we have 2 special guests from a very famous restaurant, Schwarzwaldstube. Wir dürfen jetzt auf der Bühne begrüßen Heiner Finkbeiner, der Besitzer, und Thorsten Michel, der Küchenchef. Andere Leute hätten wahrscheinlich an eurer Stelle aufgegeben. Ihr habt gesagt, wir machen extra weiter. Was war die Motivation dafür? Sie stehen vor dem brennenden Haus. Sie sind da geboren und haben zu entscheiden, wie geht es weiter. Und wir haben auch den Versuch gestartet, was Neues zu kreieren. Nicht nur, dass wir es jetzt gebraucht haben für die Gäste, sondern um solche wertvollen Mitarbeiter auch halten zu können über 2 Jahre. Und es ist uns gelungen,
dort was zu machen, was von den Gästen und auch von dem Gied anerkannt wurde. Und wir sind sehr stolz darauf. Absolut, kann sehr unfassbar doll stolz auf sich sein. Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung, wenn Sie im Guide Michelin 3 Sterne bekommen. Das mehr geht nie. Wir sind hier vor Ort gut bewertet, wir sind im Gourmet gut bewertet, wir sind im Gusto gut bewertet. Das ist ein Ritterschlag für uns als Team. Das ist eine tolle Wertschätzung für unsere Arbeit. 4 Sterne sind verbrannt und 4 Sterne sind Gott sei Dank lachend wiedergekommen. Sind da sehr stolz drauf.